Schlechte Nachrichten von Clemens Fritz. Er war zwar heute beim Abschlusstraining dabei und das sah auch ganz gut aus. Er hat gelacht, als er auf den Platz ging, hat beim 5 gegen 2 ordentlich mitgespielt. Aber dann, als 5 gegen 2 vorbei war und das Abschlussspiel begann, trottete er vom Trainingsplatz, sah nicht glücklich dabei aus, alles andere als glücklich sogar, und war in der Kabine verschwunden. Erst dachten wir noch, eine Vorsichtsmaßnahme, damit er seinen steifen Nacken ein bisschen schonen kann und noch wärmen kann. Aber dann anschließend habe ich mit Sportchef Frank Baumann gesprochen und der sagte mir, geht nicht, er fällt wahrscheinlich morgen aus. Dieses wahrscheinlich, das hat er nur dazwischen geschoben, weil er vielleicht noch auf ein kleines medizinisches Wunder hofft. Aber er hat zu uns gesagt, er hat nicht nur einen steifen Nacken, da kam auch ein bisschen Schwindel dazu. Wahrscheinlich sind da irgendwelche Nerven ein bisschen blockiert am Hals, das kennt man ja. Und er glaubt nicht wirklich, dass Clemens Fritz morgen fit wird. Die Frage, wer ersetzt ihn? Wahrscheinlich Zlatko Junuzovic, aber es ist auch denkbar, dass Miloš Veljković ins Mittelfeld rückt und noch ein bisschen umgebaut wird. Alexander Nuri hat ja noch ein paar Stunden Zeit, um sich da auf die großen Bayern vorzubereiten und die richtige Lösung zu finden.